Hallo. Habt ihr vielleicht im Nordosten die Masten aus dem Wasser ragen sehen? Das ist das Wrack der Winterkrieg. War früher ein wirklich schönes Schiff. Hammer. Oh, Ulfric Sturmmantel, der Legendäre. Den haben wir ganz am Anfang im Spiel schon gesehen. Der Ruf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Der legendäre Ulfric Sturmmantel. Nein, ich bin da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft. Meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen. Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torrik getan habt. Torrik war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren. Aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Wahnsinn. Unglaublich charismatisch. Wirklich, ich bin beeindruckt. Der legendäre Ulfric Sturmmantel, der König, der die Drachensprache teilweise beherrscht und die Abgeschworenen vertrieben hat. Jetzt wird's Zeit, mal mit ihm selbst zu reden. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Ich war ein Helden. Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe Ralof bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Ralof lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken.
Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Ja, das schon. Sprecht mit Galba. Er wird eure Tauglichkeit prüfen und entscheiden, wo wir euch am besten einsetzen können. Natürlich. Wie läuft es im Krieg? Verdammt sei Tullius. Er hat Männer in Rift eingeschleust. Es ist gefährlich, Kaiserliche in der Nähe der Südgrenze von Ostmarsch herumlungern zu lassen. Okay, in Helgen heißt es, ihr hättet den König totgeschrien. Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Jeder Nord kann von den Graubärten den Weg der Stimme erlernen, wenn er genug Ehrgeiz und Hingabe besitzt. Dass ich Torik zu Boden schreien konnte, beweist, dass er keines von beiden besaß. Doch getötet hat ihn mein Schwert, das sein Herz durchbohrte. Weshalb führt ihr diesen Krieg? Wir kämpfen, weil wir lange genug für ein Kaiserreich geblutet haben, dem wir gleichgültig sind. Ungezählte Nord sind bei der Verteidigung des Kaiserreiches gegen den Altmeri-Bund gestorben. Und wofür? Dafür, dass Himmelsrand an die Talmor verkauft wird, damit der Kaiser seinen Thron behalten kann. Wir kämpfen, weil unsere eigenen Jarl, die einst starke, weise Männer waren, heute voller Furcht die Augen vor dem Leid ihrer Leute verschließen. Wir kämpfen, weil Himmelsrand Helden braucht und es niemand anderen gibt als uns. Warum habt ihr den Großkönig ermordet? Ich habe Torik getötet, um zu zeigen, in welcher erbärmlichen Lage wir uns befinden. Wie soll der Großkönig denn Himmelsrand schützen, wenn er nicht einmal sich selbst verteidigen kann? Was ist mit seiner Witwe? Erhebt sie keinen Anspruch auf den Thron? Ja, Elisef ist jetzt Jarl von Einsamkeit. Seit eh und je praktischerweise der Sitz des Großkönigs, gestützt von kaiserlichen Interessen. Aber die Volksversammlung hat sie noch nicht zur Großkönigin ernannt. Und das wird sie auch nicht. Nicht solange ich dabei etwas zu sagen habe. Habt ihr den Wunsch, Großkönig zu werden? In Himmelsrand hat es schon seit Generationen keinen echten Großkönig mehr gegeben. Zu lange schon wurden die Großkönige vom Kaiserreich auserwählt und fanden sogar begeisterte Zustimmung der milchtrinkenden Jarl, die der Gier nach dem kaiserlichen Gold verfallen waren. Es ist an der Zeit, dass wir einen echten Großkönig bekommen. Einen, den wir uns selbst ausgesucht haben. Warum seid ihr der Jarl von Ostmarsch geworden? Mein Vater, der große Bär der Ostmarsch, ist während meiner Gefangenschaft nach dem Markart-Vorfall gestorben. Ich, sein Sohn, war gezwungen, seine Grabrede mit Hilfe eines Briefes zu halten, den ich aus dem Gefängnis geschmuggelt hatte. So sehr liebt Titus Mede seine Untertanen. Als ich endlich freigelassen wurde, kehrte ich nach Windhelm zurück und traf eine Stadt in Trauer an. Eins mit meinem Kummer und Zorn. Unter zornigen Rufen nach Gerechtigkeit und nach Krieg setzte mein Volk mich auf den Thron. Der Thron von Isgramor. Der Thron meines Vaters. Ich hoffe nur, dass ich mich der Ehre würdig erweisen kann. Alles klar. Seid vorsichtig da draußen. Dann reden wir mal mit dem Herrn. Helgen, ja? Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will ein Ausländer für Himmelsrand kämpfen? Ich bin in Nord? Himmelsrand ist meine Heimat. Mag sein, aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Ich möchte gegen das Kaiserreich kämpfen. Ich würde alles dafür tun. Daran gibt es nichts auszusetzen. Solange ihr das Kaiserreich so sehr hasst wie ich, kann ich damit leben. Deshalb bin ich hier. Ich möchte mich euch anschließen. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Okay.
Ich mache alles, was ihr von mir verlangt. Das höre ich gerne. Sofern ihr diese Worte auch mit Stahl bestätigen könnt. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Das muss jeder machen, oder wie? Was ist bei der Schlangensteininsel? Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Tötet dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Sehr schön. Muss das jeder Rekrut machen? Nur diejenigen an... So, da geht's wieder weiter. Festplatte war mal wieder voll. Geht schneller als gedacht mit einer halben Stunde. Ich habe noch ein kleines Witzelchen rausholen können. Deswegen machen wir noch zu Ende, was wir machen wollten. Was ich noch entdeckt hatte, ich habe das dann nochmal nachgespielt. Ich habe gemerkt, dass Ulfric uns noch was ziemlich Nützliches zu sagen hatte, was wir nicht bemerkt haben. Wir sprechen ihn nochmal an. So, mit der Tatsache, warum habt ihr den Großkönig getötet? Das hatten wir ja schon. Ich habe Torik getötet, um zu zeigen, in welcher erbärmlichen Lage wir uns befinden. Wie soll der Großkönig den Himmelsrand schützen, wenn er nicht einmal sich selbst verteidigen kann? Und das hatten wir noch nicht. Manche halten euch für einen Mörder. Es ist interessant, was er darauf sagt. Passt auf, das ist gibt nämlich schon wieder eine ganz andere Ansicht auf das alles. Ich habe ihn auf traditionelle Art und Weise herausgefordert und er hat angenommen. Es waren viele Zeugen zugegen. Von einem Mord kann nicht die Rede sein. Also es war nur ein Duell. Es stimmt, gegen mich hatte er keine Chance. Aber das war genau der springende Punkt. Er war eine Marionette des Kaiserreiches, nicht der Großkönig von Himmelsrand. Vielleicht sein Vater vor ihm, aber nicht Torik. Er war zu privilegiert und zu töricht, wollte lieber seine Königin unterhalten, als sein Land zu regieren. Den Rest haben wir alle schon gefragt gehabt. Können wir mal eben schnell durchblättern. Aber die Volksversammlung in Himmel zu lange... Das haben wir alle schon gehabt. Dass wir einen echten Großkönig bekommen. Und das finde ich wirklich interessant. Er hat den König nicht ermordet. Er hat ihn tatsächlich zu einem Duell herausgefordert und gewonnen. Von daher, mein Respekt. Und jetzt wieder zu dir und der Prüfung. Helgen. Ja, das hatten wir schon alles. Himmelsrand ist meine Heimat. Aber seid ihr bereit, ich für eure gegen das Kaiserreich kämpfen. Nichts auszusetzen. Anschließend. Ich mache alles, was ihr verlangt. Hört sich doof an, wenn man alles durchkriegt, aber das habt ihr alles schon gehört. Dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. So, hier waren wir stehen geblieben. Muss das jeder Rekrut machen? Nur diejenigen, an denen ich Zweifel habe. Ihr beweist dadurch eure Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, eure Entschlossenheit. Ich werde diesen Eisgeist töten. Ich bin bald wieder zurück. Das werden wir ja noch sehen. Hier, nehmt das. Ihr werdet es noch brauchen. Benutzt es auf der Insel. Und verliert es nicht. Mehr Hilfe kriegt ihr nicht. Okay. Versucht nicht zu sterben. Oha. Geisterbann. Elixier der Frostresistenz. Also besser kann man uns gar nicht drauf vorbereiten, oder? So jung und schon bei den Sturmwänden? Tja. Wenn ich zum Richtblock geschickt werde, hat das Kaiserreich bei mir verschissen. Pff. Aber, ehrlich? Ich mache jetzt nichts mehr großartig, also zumindest in dieser Aufnahme. Ich suche jetzt noch eine Schmiede und dann werde ich einmal eine kleine Frage stellen an euch alle. Wäre auch toll, wenn ihr euch alle daran beteiligt. Das bestimmt nämlich den weiteren Lauf des Let's Plays. Na gut, zumindest jetzt ein Stück davon. Ich suche eine Schmiede. Schmiede. Vielleicht da hinten lang. Ich heiße Nils. Hi Nils. Ah, perfekt, da ist gleich eine Schmiede. Supi. Alles klar. Oh Gott, es ist hier laut. Also, daher meine Frage. Schmiedekunst. Wir werden ja sowieso nicht dazu kommen, großartig herumzuschmieden. Beziehungsweise es wäre langweilig, wenn ich das machen würde, eine halbe Folge lang nur rumschmieden. Deshalb meine Frage.
Wärt ihr dafür, dass ich das Offscreen mache? Das heißt, dass ich Offscreen einfach irgendwas rumschmiede, vielleicht maximal, was ich ansonsten außer Schmieden noch mache, irgendwelche Bannen einzukaufen und daraus weiter Sachen zu schmieden, dass ich unsere Schmiedekunst, wie hoch sind die derzeit? Jetzt bin ich einmal durch, oder? Da. Dass ich unsere Schmiedekunst höher kriege als 21. Auf welchen Wert weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück höher. Um unsere Waffen besser zu machen irgendwann. Weil Schmiedekunst, das bietet sich einfach an, dass da man das gleich an einem Ort machen kann. Und ja, das wäre so mein Vorschlag, dass ich das offscreen mache. Ihr werdet da nichts verpassen, außer dass ich ein wenig rumschmiede. Wenn ich dann Level abbekomme dadurch oder sowas, werde ich das nicht verteilen. Das werde ich mit euch gemeinsam machen. Also an sich würdet ihr nichts verpassen. Was ich ansonsten noch machen könnte, ist, dass ich meinen Beschwörungswert ein bisschen hochpushe, indem ich immer wieder irgendwo an der Stelle Adri beschwöre. Das könnte ich auch noch machen offscreen, aber das finde ich jetzt weniger gut. Wenn ihr dafür wärt, sagt Bescheid, aber mir geht es hauptsächlich erstmal ums Schmieden. Wenn ihr auch noch für Beschwörung seid, könnt ihr es ja noch gesondert sagen, ja. Das war eigentlich die Umfrage, die ich noch stellen wollte. Ich habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester verloren. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahestand? Öfters. Also, wie gesagt, gebt mir schnell. Gebt laut, gebt fein laut, das ist brav. Nein, also wie gesagt, sagt Bescheid, was ihr sehen wollt. Wollt ihr, dass ich offscreen den Schmieden ein bisschen hochbringe und dass wir dadurch mal wirklich unsere Sachen schön stark machen können. Auch die magischen Sachen. Oder lassen wir das einfach und lassen den Schmiedewert ziemlich weit unten, weil so weit kommen wir damit jetzt nicht. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht onscreen ewig lang in der Schmiede rumstehen. Ich finde, man kann Besseres im Let's Play machen. Von daher, entscheidet. Soweit war es das mit dieser Aufnahme. Boah, die war echt gewaltig, wenn ich so auf die Festplatte geplatzt ist. Und ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Aufnahme. Let's Play Skyrim. Bye bye.